Ho, 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 meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight. Welli, 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 schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute werden wir einen von meinen Abonnenten, beziehungsweise von meinen Mods besuchen, und zwar die liebe Yasi. Genau, es gibt ja jetzt seit dem 5. Dezember den Mehrspieler-Modus. Das heißt, ihr könnt mich besuchen, das werden wir auf jeden Fall noch in den Streams machen. Und ich kann euch besuchen, das hatten wir ja schon mal kurz getestet, als ich den Multiplayer getestet habe. Nun habe ich irgendwie vor, dass wir einmal die Woche einen von euch besuchen. Ich habe auch schon viele PlayStation-Anfragen bekommen, denn ich spiele auf der PlayStation 5. Ich kann also nur Leute von der PlayStation 5 und PlayStation 4 besuchen. Leider. Zumindest bisher. Und heute besuchen wir die liebe Yasi. Auch ein sehr, sehr lieber Mod von mir. Genau. Und wenn ihr weiterhin darauf Bock habt, lasst gerne Abo und Like da. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. So, zurück zum Hauptbildschirm. Genau, da müssen wir ja hin. Den Code hat sie mir schon gesendet. Danke, danke, danke schön, dass ich dein Rally besuchen darf. Und ich kann mal bei Dagobert reingucken. Ist ja auch sehr, sehr cool. Genau, ne? Ich werde dann immer einen anschreiben, einmal die Woche, ob ich dazu den kommen darf, ne? Wenn ihr dann Bock habt, würde ich mich sehr, sehr freuen. So, mal gucken, wie es ankommt. Also, wenn ihr weiterhin auf so einen Content Lust habt, dass ich andere Rallys besuche, wo man sich Inspiration holen kann und so weiter, lasst gerne ein Like da. Würde ich mich sehr freuen. Dann weiß ich ungefähr, ob ihr darauf weiterhin Bock habt. Genau, Mehrspieler-Modus. Also, ich habe auf jeden Fall Bock. Ich finde das sehr interessant. Und es ist einfach nochmal ein anderer Einblick, durch das Rally zu laufen von anderen, als nur Bilder zu sehen. Finde ich. Das hat nochmal so einen ganz anderen Vibe. Genau, Besuchercode 618. Dieser ist ja auch immer nur temporär gültig. Also wenn man aus der Session rausgeht, kriegt man auch wieder einen neuen Code an dieser bunten Station, die irgendwie keiner so hübsch findet. Alle verstecken die irgendwie gefühlt. 618713. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Aufregend. Ja, sieh, ich komme. Let's go. Verbinden. Uiuiuiui. Jetzt bin ich gespannt. Hoffentlich hat sie gute Sachen bei Dagobert. Und wir können ja die Pixelscherben sammeln. Da habe ich ja letztes Mal noch gar keine gefunden, als ich den Mehrspieler-Modus getestet hatte. Bin mal gespannt, ob wir jetzt welche finden. Da kann man ja auch diese Flamme und so weiter mit herstellen. Und dieses Duplikat. Es klappt. Aber es läuft gut. Es läuft gut. Mal gucken. Oh. Schreibt auch gerne in die Kommentare, habt ihr den Mehrspieler-Modus schon genutzt? Wie findet ihr den? Natürlich ist es alles noch sehr, sehr am Anfang. Das sollte aber alles noch verbessert werden, haben sie auch gesagt. Das kommt über die nächsten Monate bzw. Jahre noch. Also ich glaube, da sollten wir uns keine Gedanken machen. Bisher ist es da natürlich sehr rudimentär, das Ganze. Man kann ein bisschen Sachen tauschen und bei Dagobert shoppen. Ne, mehr geht bisher leider nicht. Finde ich ein bisschen schade, aber es kommt noch. Geduld will Weile haben. Ich glaube, so heißt das. Und hier sind wir bei Yasi, dem lieben Mod. Ui, oh, das ist aber hier ein Empfang. Meine Güte. Was ist das? Alter, was sind das denn hier für Drinks? Schön. Latte. Achso. Ja, Yasi ist ein sehr großer Latte-Fan. Dark Nator. Hallo. Und mit den Tinkerbell-Flügeln. Oh, cool. Das finde ich schon mal sehr, sehr lustig. Das ist aber ein Begrüßungskomitee. Ah, also kann ich mich hier hinsetzen? Ich nehme mir ein Latte. Dankeschön, ein Latte nehme ich mit. So, wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Hier, der Ballon, den hätte ich so gerne. Den gab es im ersten Sternfahrt. Diesen Ballon habe ich leider auch noch nicht. Wo sollen wir rein? Was sollen wir machen? Es ist so warm. Ihr Haus können wir uns ja eigentlich auch noch angucken. Ja, also gehen wir erstmal zu Dago. Ne, ist ja Jeremy. So, auch sehr schöner Platz, finde ich. Sehr cool gemacht. Hier mit der Bar mag ich sehr, sehr gerne. Sehr, sehr, sehr cool. Hier hinten auch die Ecke schön. Ja, cool. Cool, mag ich. Ja, auch mit dieser Überdachung. Ich warte ja immer noch auf, auf die Sonnenschirme, die ich da hinstelle. Mit dem Brunnen finde ich cool. Hier auch nochmal eine schöne Ecke. Schön. Ja. Cool. Und wie gesagt, es ist immer was anderes, wenn man so rumläuft, als sich echt Bilder anzugucken. Hier das Motorrad gab es auch im ersten Sternfahrt. Habe ich euch auch mal ein Video zugezeigt von meiner Freundin aus dem Rally. Schön. Schöne Details, schön viele Bänke. Glockenturm habe ich auch. Auch schön. Hier ist Dagobert. Lass mal zu Dagobert eben reingehen. Ah, das finde ich auch cool gemacht. Coole Ecke. Ich nehme mal den Stein mit. Der lag da so. Schön, wirklich. Also sehr hübsch hier mit diesem Maschendrahtzaun. Sehr cool. Das mag ich auch voll gerne. Schön, Yasi. Wow. Sehr, sehr hübsch. Auch die Ecke hier. Cool. Gucken, was sie bei Dago hat. Ja, sie muss das immer erst erlauben, wenn man da reingehen will. Aber schön, gefällt mir. Ui. Bis jetzt, die beiden Rallys, die ich besucht habe, sind echt toll. Ja, alles ausverkauft. Na, danke. Was haben wir hier? Ah, den nehme ich mit. Den habe ich noch nicht. Dankeschön.
Freundlich. Ich bin zwar absolut pleite, aber wir gucken mal. Das habe ich, glaube ich, auch alles schon. Das ist natürlich ein witziges Feature, ne? L-Formations-Couch habe ich natürlich auch. Das sollte ich auch alles haben. Leider bisher noch nichts Neues. Aber Dankeschön. Klamotten ist auch alles weg. Ja, können wir wieder gehen. Danke, Yasi. Und süßes Outfit übrigens. Sieht knuddelig aus. So ein bisschen so eine Astronautenfee. Aber schön. Ja, guck mal, schöne Präsentation von Dagoberts Haus, finde ich. Also schöner Eingang. Finde ich sehr, sehr cool. Yasi, können wir weitergehen? Ich weiß nicht mal, ob ich auf Yasi warten soll oder nicht. Heißt das denn eigentlich für mich, dass ich die Sachen alle schon habe, wenn die im Schaufenster weg sind? Wahrscheinlich, ne? Werkzeuge, wie gesagt, können wir leider auch nicht benutzen. Aber den Hauptplatz finde ich schon mal ganz nett, muss ich sagen. Mir wären zwar zu wenig Bäume, aber das ist ja immer Geschmackssache. Hier das Horrorhaus, das habe ich ja bei mir am Strand stehen, habe ich auch leider noch nicht dekoriert. Gefällt mir auch sehr gut. Ja, sie ist gerade durch ein bisschen eingenickt. AFK. Wir können ja einfach alleine ein bisschen weiterlaufen, ne? Genau, kann ich hier so reingehen? Na, hier kann ich auch nicht reingehen. Oder müsste sie das auch erlauben? Hier mit der Sitzecke finde ich auch schön gemütlich. Knuddelig, kuschelig gemacht. Hier die coole Badewanne. Die habe ich auch immer noch nicht von Wall-E. Gefällt mir gut. Viele Büsche, viele Bänke, Laternen. So wie es der Olli mag. Ja, schön. Sonnige Ebene, ich folge dir unauffällig. Einmal hochgehen. Oh, ganz schön steil, ne? Ja, den Weg habe ich auch. Ja, das erinnert mich an mich selber hier. Ja, da habe ich auch die Plantage. Auch schön, schön. Hey, ja, ja, die Bäume habe ich auch. Das sieht ein bisschen so aus wie bei mir. Zaun ist cool. Hier habe ich auch den Brunnen. Witzig. Ey, das sieht ja wirklich aus wie bei mir. Süß. Den Stand habe ich ja auch. Fühlt man sich wie zu Hause. Danke, Yasi. Ja, die Plantage habe ich auch. Finde ich auch eine coole Idee mit den Fackeln. Jetzt hier nochmal andere Wege genommen. Kann man auch machen. Hier ist ihr Lager draußen. Ich weiß nicht, ob ich hier hinterherlaufen soll. Ich weiß gar nicht, wo sie ist. Yasi? Ich gehe mal ein bisschen auf eigene Faust entdecken. Finde ich auch süß gemacht. Oh, Wally's Garten. Cool gemacht. Hier so ein Lägerchen. Da kann ich auch nicht ran, leider. Finde ich auch sehr schön. Hier Wally's Haus. Kann man auch voll machen. Passt super in die sonnige Ebene. Schönen Weg benutzt. Ja, hier habe ich auch das den Königsfelsen. Witzig. Die Frage ist, hat sie sich von mir inspirieren lassen oder andersherum? Es kann ja nicht andersherum sein. Ich habe ihr Rally noch nie gesehen. Aber sieht schön aus. Mag ich. Mag ich. Ah, okay. Ihr Haus hat sie da hinten. Ah, das erinnert mich an mich. Nein, wir wollen doch hier noch lang. Ja, ich glaube, hier ist leider noch nicht so viel. Genau, das ist nun mal so die andere Plantage. Wahrscheinlich ist sie da noch nicht fertig. Das wird sie alles noch bauen. Aber der Teil finde ich schon mal ganz schön. Den mag ich. Sonst hätte ich es ja auch nicht bei mir so aussehen. Danke, Yasi, für deine Führung. Hui, Astrophee. Wollen wir nicht hier lang oder ist da gar nichts? Finde ich auch sehr schön gemacht. Finde ich auch cooler als bei mir. Hier mit diesen Steinen, das sieht geil aus. Ich habe hier noch so einen Weg durchgezogen mit Laternen. Gefällt mir auch sehr gut. Hier oben ist noch nicht viel, oder? Ja, doch, ja, ein bisschen, ne? Hier, diese, genau, wenn ihr dunkles Holz sucht, macht es so wie sie. Da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Stellt 4 Büsche hin, eine helle Fläche. Da könnt ihr das dunkle Holz immer gut sehen. Als kleiner Tipp, falls ihr da so ein bisschen Probleme habt. Oh, die Bälle würde ich gerne einsammeln. Ja, genau, jetzt hier noch nicht viel gebaut. Ist ungefähr wie bei mir. Ja. Nur nicht so vollgestellt. Genau. Ja, sie, da musst du doch ein bisschen bauen. Du hast ja jetzt Urlaub. Weil sie muss viel Latte machen, wahrscheinlich viel Latte trinken. Da hat man nicht so viel Zeit. Du bist ein sehr guter Rudelführer. Sehr cool. Hauptplatz bisher Highlight. Und sonnige Ebene am Anfang finde ich auch noch sehr schön. So, und hier kommen wir auf die Kirmes. Ja, das Teil, das hab ich immer noch nicht, glaube ich. Wow. Wow. Okay, hier ist die Bar. Geil. Falls man nicht ganz nüchtern auf die Karussells will. Hier auch nochmal so eine Ecke. Ein paar Ballons. Hier auch nochmal das Motorrad. Alter. Hier ist aber Reizüberflutung. Hier muss ich erstmal gucken. Geh mir erstmal hier lang. Genau. Wir folgen hier mal so ein bisschen. Ja, hier habt ihr nochmal so ein paar Bars. Die habe ich leider auch nirgendwo aufgestellt. Weiß ich noch nicht. Ich habe da irgendwie noch keinen richtigen Platz für gefunden. Hier haben wir ihr Schloss, habe ich auch an der Stelle stehen. Auch schön dekoriert hier mit diesen Teppichen. Da hat man immer das Problem mit Touch of Magic. Darum benutze ich mal ungern diese Teppiche. Aber auch schön gemacht. Ey, ist hinter dem Schloss denn noch irgendwie was? Ne, da ist schon der Platz weg. Genau, ist auch wie bei mir ungefähr. Ne? Hier mit dem Eiswagen, mit den Mauern finde ich cool. Hier auch nochmal den Glockenturm mit den Bänken drumherum. Zäune, Zäune, Zäune. Hier auch nochmal so eine kleine Sitzecke. Ich finde, sie hat viele so kleine, gemütliche, muckelige Ecken. Das finde ich eigentlich ganz schön gemacht.
Ne, sie hat das sehr verwinkelt. Bei mir ist es so ein bisschen offener, würde ich sagen. Und breitere Wege. Sie hat, aber ist sehr gemütlich. Ich mag das auch. Alles eingezäunt, das mag sie auf jeden Fall lieber. Auch schön. Auf jeden Fall alles genutzt, alle Karussells hier. Die Säulen auf jeden Fall sehr, sehr viele. Die passen auch gut hier hin. Hier nochmal den Wagen, ein paar Beete, Mülltonnen, Büsche. Auch ein paar Bäume genutzt, das mag ich doch ganz gerne. Das mag der Olli Jolly doch. Sehr schön, das haben wir hier. Oh, die habe ich auch noch gar nicht benutzt, diese Erinnerungswände, stimmt. Interagieren, was passiert eigentlich? Auch nur der Bildschirm, okay. Ah, der zeigt einfach nur die Erinnerungsbilder an. Passt aber auch gut hin. Ui, hier der Boden ist Lava. Ui, 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 ui. Das haben wir auch alle als Kinder gespielt. Ja, hier ist so ein bisschen die Spielothek, die Arcade-Halle sozusagen. Auch cool gemacht. Ich bin ja leider immer nie ein Fan, sowas nach draußen zu stellen. Ich hätte das am liebsten immer alles überdacht irgendwie. Aber sieht cool aus. Passt auch hier hin. Ne? Hier ist so ein bisschen das Bowser-Land irgendwie. Aquarium darf natürlich auch nicht fehlen. Ein bisschen Büsche um den Teich herum. Ah, hier ist ihr Gehege. Tierheim Dreamland Valley. Okay, die Tiere sind alle weg zur Weihnachtszeit. Oder die sind alle ausgebüxt. Ja, die Tiere sind alle weggerannt. Oh nein. Aber auch gut. Gehege habe ich leider auch noch gar nicht gebaut. Müsste ich eigentlich auch noch mal machen. Hier noch ein paar Stände. Genau, hier haben wir so eine... Oh, das habe ich auch noch gar nicht gemacht. So ein Theater oder Kino gebaut. Auch sehr süß, sehr süß. Ja, müsste ich eigentlich auch noch mal machen. Leider kein Platz. Vielleicht mal wirklich ins neue Welly oder sowas. Finde ich auch sehr schön. Ja, sie, wo ist sie? Wiese auch finde ich sehr, sehr schön. Genau, hier kann man auch noch mal lang. Ja, mit den Bäumen. Guck mal, das sieht doch prachtvoll aus. Sehr, sehr hübsch. Bisschen anders als bei mir, ne? Aber so hat hier jeder seinen eigenen Style. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Genau, den Tisch konntet ihr bekommen mit dem letzten Code, mit dem Cozy Code. Ja, aber ich mag's. Ich finde, so muss auch eine Kirmes aussehen. So ein bisschen knallig, bunt, farbenfroh. Hier hat sie auch noch nicht so viel gebaut. Was ist das denn für Blöcke? Küchentheken. Ah, eine Augenweide. Guckt euch das mal an. Wunderschön, diese liebevoll dekorierten schwarzen Küchentheken. Oh, hier, der rechte Winkel. Ein makelloser rechter Winkel von einer Küchentheke. Wunderbar. Zeitloses Design. Bald gibt es auch wieder Beutel-Unboxing. Ich habe sehr, sehr viele Beutel wieder gesammelt. Ja, okay, hier hat es ein bisschen Sperrmülltag. Was denn hier los? Jungbrunnen? Ja, hier hat es auch noch nicht so viel gemacht, ne? Ja, ja, ein bisschen was stehen. Ja, das ist mal wirklich Sperrmülltag Deluxe. Schade, dass man hier nichts, dass man keine Möbel tauschen kann. Das wäre natürlich auch nochmal sehr, sehr geil. Genau, die Möbel habe ich auch alle. Da ist jetzt auch nichts Spektakuläres. Ach, guck mal, da hinten ist ja hier mal so eine Pumpe oder sowas. Oder der Sammler ist das, glaube ich. Ne? Der Sauger wird ja auch genannt. Ja, habe ich leider auch noch gar nicht freigeschaltet. So sieht das Teil also aus. Okay. Haben wir das auch mal gesehen? Ja, hier muss sie noch ein bisschen bauen. Vergessenes Land. Lichtungsvertrauens habe ich aber auch noch gar nicht gemacht. Ist auch, finde ich, am schwierigsten, weil du kaum Häuser dafür hast. Außer dieses große Herrenhaus vielleicht. Oder Rapunzel kann man auch gut dahinstellen. Schreibt doch gerne eure Meinung in die Kommentare. Zu dem Welly. Genau, Weihnachtsfische gibt es jetzt auch wieder. Witzigerweise auch das Geschenkpapier ist wieder da. Der Strand, ja auch so ein bisschen wie bei mir, finde ich auch schön. Ne, ich mag das hier, ja. Es erinnert mich einfach an zu Hause. Ich fühle mich wohl, Yasi, ich fühle mich wohl. Ja, auch schön. Mit den Sonnenschirmen, mit den Leuchtpalmen, mit den Surfbrettern, hier so ein paar Wasserpflanzen. Könnte ich bei mir auch mal ein bisschen machen. Finde ich auch schön. Schlicht, ne? Hier so ein kleiner Weg zu der Hängematte. Ja, gefällt mir auch. Schöner Strand. Ein paar Korallen, hier das Strandhaus. Das habe ich ja da hinten auf der Insel. Hier so eine kleine Stranddiskothek. Fehlen noch die Animateure. Wicke, 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 DJ. DJ, Olli Jolly, wacka, wack. Genau, Dagobert, Donald Schiff habe ich da auch. Bietet sich natürlich auch an. Hier auf hier so eine kleine Bar, wo es Latte gibt mit Schuss. Hier ein paar Büsche. Erik ist am Start. Ja, Stitch ist am Start. Alles, was man will. Da hinten ist die Insel. Da hat sie noch die Säulen stehen. Viele lassen ja die Säulen da noch stehen. Zur Sicherheit. Falls da noch was kommt. Ich habe es einfach wieder abgerissen. Hier auch nochmal so ein bisschen eine Fotolocation von dem Unterwasserbild oder so. Genau, weiter geht's. Lalalala. Ah, da will sie nicht in den Wald. Auch noch nicht fertig gebaut. Oh, hier die Piñata, die gab's auch im ersten Sternfahrt. Hätte ich auch so gerne, die würden so gut auf die sonnige Ebene passen. Vor Mirabels Haus. Da würden die super hinpassen. Sehr cool, dass du den ersten Sternfahrt freigeschaltet hast, Yasi. Wunderbar. Habe ich ja leider versäumt, die Gelegenheit, weil ich gar nicht wusste, was ein Sternfahrt ist ganz am Anfang. Ärgerlich.
Oh ja, Dreamlight-Bäume habe ich auch da stehen. Ja, hier schön integriert, auch sehr prachtvoll mit den beiden Labyrinthen. Die habe ich leider auch noch gar nicht hingestellt. Auch sehr hübsch hier mit dem Rosengarten. Genau, passt ja auch super. Ey, super, super, super. Sehr schön viel Platz. Den Weg habe ich auch genommen, witzigerweise. Hier auch so diese romantische Ecke. Finde ich auch sehr schön gemacht mit den Tannenbäumen. So schön eingeflogen mit diesen Fackeln. Sieht geil aus. Die sind gut genutzt. Hier nochmal die Beete. Das sieht auch geil aus mit diesen goldenen Riesenvasen. Die Löwen passen auch gut hier hin. Hier würde ich noch irgendwie so einen Baum hinmachen. Aber es soll ja kein Bewertungsvideo sein, ne? Da würde ich irgendwie noch so ein, zwei Bäumchen hinmachen. Das würde ich noch irgendwie gemütlicher finden. Aber es ist immer schwer vom Platz, muss man leider sagen. Es ist immer schwer vom Platz. Genau, hier so ein bisschen Stein, ein bisschen natürlich gehalten. Ach, wie schön leer noch hier Wald ist. Genau, Mickey Mini, da hat sie auch noch nicht viel gebaut. Hier Pilzhaus muss sie noch machen. Baumstumpfhaus. Hier das blaue Haus finde ich auch sehr hübsch integriert mit dem Zäunchen. Ne, sehr viele Bäume. Ich habe meine Bäume leider gar nicht so nah nebeneinander. Sieht aber auch gut aus, finde ich. Sieht auch cool aus, wenn die Bäume so ein bisschen ineinander ragen. Ne, mag ich auch gerne. Mit der Picknickdecke da. Sehr schön. Süßigkeitenhaus hat sie jetzt auch hier stehen. Kommt bei mir jetzt aber weg. Ich habe jetzt diesen Baumstumpf. Ah, hier. Das Witzige, man kennt die Locations noch von den Fotos, glaube ich. Ne, jetzt wahrscheinlich auch ihr Campingbild gemacht, glaube ich. Ich glaube, da hat ja sie auch mitgemacht, wo ich das bewertet habe. Auch schöne Ecke. Gemütlich. Ja, sowas fehlt bei mir im Wald komplett. Ey, das ist ja auch mega cool. Das habe ich gar nicht hier. Diesen Köcher. Auch sehr schön gemacht. Die Ecke finde ich auch sehr, sehr cool. Also sieht super, super toll aus. Habe ich leider keinen Platz mehr für im Wald. Schön. Mit den Fahrrädern mag ich auch. Schön. Also die Camping-Ecke ist richtig, richtig geil, finde ich. Die sehen mega aus, Yasi. Toll. Christoph mit seiner Laute. Er sieht auch aus wie bei mir. Auch mit diesem... Ja, er sieht echt aus. Das ist süß. Das sieht wirklich aus wie bei mir. Sie hat schon die neuen Bänke hingestellt. Will ich auf jeden Fall auch nochmal machen. Hier habe ich auch so ein paar Stände. Aber sie muss auch noch ein bisschen bauen. Da ist die Schneemann-Familie. Iglo-Stadt gibt's auch. Ja, Iglo habe ich ja leider weggemacht, weil es so viele neue Sachen gibt. Hier die Schneelaufbahn und so weiter. Da kann man auch mit irgendeinem Bug draufgehen. Habe ich ja schon auf den Bildern gesehen. Genau, da hat sie auch noch nicht viel gebaut. Hier in das Schneeschloss. Genau, hier muss sie auch noch ein bisschen was machen. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Hier auch nochmal so eine Elektrofahrradstation. Aber viele Details. Ich mag das. Viele Bäume. Ja, hier muss ich natürlich auch noch viel machen. Das Haus sieht auch echt gut aus. Da könnte man auch schön viele Blumen drumherum machen. Pilzhaus auch mega, mega cool. Hier die Ecke mag ich auch sehr, sehr gerne. Also Yasi, du kannst es wirklich. Also finde ich echt viele Latte. Ich weiß nicht, ob das für mich gebaut wurde. Ich will die auch nicht wegnehmen. Ich habe hier meinen mitgenommen. Ich glaube, der war für mich. Ich hoffe. Weil den Rest soll sie mal trinken. Das ist ja so der Tagesbedarf an Latte. Der muss ja auch gedeckt werden, ne? Alles klar, Leute. Ich glaube, das war ihr Valley. Genau, wir haben jeden Bereich durch. Danke, 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 Yasi, a.k.a. DarkNator1. Dankeschön. Sehr, sehr süß. Danke, dass ich bei dir ein Video machen durfte. Tolles Valley. Noch weit, bau weiter. Da können wir dich ja irgendwann nochmal besuchen im halben Jahr oder sowas. Hat viel Potenzial, wirklich. Ne? Schreibt, wie gesagt, gerne eure Kommentare in die Leute. Lasst gerne ein Abo und Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Danke, danke, dankeschön. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und irgendwann werde ich auch mal euer Valley besuchen, ne? Wenn ihr Glück habt. Ich schreibe euch dann mal auf jeden Fall an. Viele haben ja auch schon Freundschaftsanfragen geschickt bei PlayStation. Ich glaube, ich habe jetzt auch erstmal genug. Das wird erstmal ein paar Wochen dauern, bis ich alle abgehakt habe. Oder Monate sogar. Danke, danke, danke. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.